Testraum. In B sind wir rein. A waren wir jetzt rausgekommen. Na gut. Dann können wir mal Dr. Ikwe mal es assistieren. Hallo. Dr. Yu, ja. Morgen. Ja. Ich hatte Angst, dass Sie es nicht schaffen. No, brauchst du nicht. Das Subjekt Dahl wurde gesichert. Ja. Ich glaube, ich habe die richtige Neuromod isoliert. Wichtig ist, die Geschehnisse auf der Station möglichst unerwähnt zu lassen und uns auf die Situation zu konzentrieren. Dahl sollte eigentlich auf sein Feldtraining zurückgreifen und sich entsprechend verhalten. Er hat Befehle nie angezweifelt. Bereit, wenn Sie es sind. Nicht vergessen, wenn es funktioniert, sagen Sie nichts. Na, mal gucken, ne? Aktiviere den Neuromod-Entfernungsvorgang. Das machen wir gleich. Ich möchte hier erstmal nochmal gucken. Auch schon leer, also hier waren wir scheinbar schon. Hallo, schön Sie wieder zu sehen. Ja, hier waren wir schon. Beantrage 9, Operator. Fehlt mal eine. Oberflächliche Verletzungen. Nichts, was ein Medkit nicht heilen kann. Dankeschön. Alles erledigt. Sie können einen Service-Fragebogen am Empfang ausfüllen. Die Öffnung frei. Ich frage mich, wie kommen wir da dran? So nicht. Das ist ja dahinter. Wir sind sehr gut versteckt. Ja, versteckt ist ja nicht wirklich, ist einfach gut weggepackt. Da schauen wir mal, ob wir da noch irgendwas mit der Fernmanipulation reißen können, aber ich glaube nicht. Nö, gut, alles klar, dann nicht. Ah. Oh. Ja, langsam finden wir wieder Munition, das finde ich auch sehr beruhigend. Und wir können in einem kleinen Regalabteil liegen. Gut. Ja. Mimics. Ein Mimic. Eine Mimic-Leiche. Kommt mir das nur so vor? Das ist hier ein bisschen dunkler geworden. So, Notfallwagen. Okay. Was haben wir hier noch? Oh, ja. Ja. Sehr gerne, sehr gerne. Okay. Da sind wir drin. Nach dem Extrahieren sollte Dahls Erinnerung wieder auf das Anfangsdatum springen. Und er sollte diesen Auftrag vergessen. Das ist schön, machen wir gleich. Ach so. Oh. Hier sind wir gut. Ja, mehr haben wir jetzt hier nicht. Können wir hier noch irgendwie rein? Wäre auch ganz toll, aber irgendwie ist da alles zu. Dr. Yu, ich bin soweit. Abtoregressive Neurotomie. Orbitofrontal. Brotmann 10-11-47. Cortex-Areal. Neuromodbestand nicht verzeichnet. Konnektom des Patienten muss für die Durchführung einer erfolgreichen abtoregressiven Neurotomie mit einem neuen Neuralscan aktualisiert werden. Ja. Hallo, Volontär. Ich bin Bianca Goodwin, Beauftragte für Volontäre und Gäste an Bord der Talos 1. Ich wollte die Erste sein, die Ihnen beim Aufwachen gratuliert. Im Namen von Transtar danke ich Ihnen für Ihre gute Arbeit. Sie sind sicher desorientiert. Grund ist der medizinische Eingriff namens abtoregressive Neurotomie, den Sie hinter sich haben. Das haben wir schon mal gehört. Gut, dann die OP-Gurte anlegen. Wenn Sie sich Sorgen um das Genfer Protokoll machen, versichere ich Ihnen, dass ich nicht sage, wer die Prozedur durchgeführt hat. Also, ich bin auch in Gefahr. Neuralscan. Okay. Puh. Dann mal raus damit.
Okay. Was? Wer sind Sie? Morgan? Ihr Vater hat nach Ihnen gefragt. Mhm. Und nach Alex. Ich sollte mich wegen einer Bergung nach der Installation bei ihm melden. Mhm. Wo bin ich? Warum bin ich fixiert? Commander Dahl, ich bin Dr. Igwe, leitender Arzt hier. Sie... Ich kenne Ihr Gesicht vom Namensverzeichnis. Alex Liebling. Der verrufene Parapsychologe. Commander Dahl, Sie haben eine Kopfverletzung erlitten bei einer Notsituation auf der Station. Wir müssen sofort evakuieren, aber wir konnten ohne Sie nicht weg. Können Sie ein Shuttle fliegen? Was? Ja, natürlich kann ich ein Shuttle... Moment, welche Notsituation? Bin ich auf Argus? Nein. Wo ist Casper? Wir haben keine Zeit für Erklärungen. Wir müssen zum Shuttle-Dock und den Abflug vorbereiten. Transstar-Auftrag. Dr. Yu kann das bestätigen. Ja. Natürlich. Morgan. Sie sehen übel aus. Na, du siehst auch nicht aus wie das blühende Leben. Bringen wir Daddys Liebling weg von der Station. Sonst werde ich von Transstar noch getilgt. Ich muss Ihre Vitalwerte prüfen. Unser Pilot sollte nicht ohnmächtig werden. Mit mir ist alles in Ordnung. Wir treffen uns dort morgen. Ja. Das heißt, wir können uns jetzt hoch. Was ist denn das passiert? Ich bin so konzipiert, dass ich die Meisterzeit vorhersehen kann, was sie tun werden. Aber diese Sache mit Dahl. Ich bin beeindruckt und überrascht, dass sie die restliche Besatzung von der Station schaffen konnten. Gehen Sie voraus morgen. Wir kommen nach. Ja, gut, das machen wir auch. Und jetzt machen wir uns auf die Suche genau nach dem Volontär. Okay, die haben jetzt uns beide nichts mehr zu sagen. So, dann schauen wir mal in die Ziele. Alex Zündschlüssel. Macht da kampfunfähig. Mal warte, bis da ich vom Shuttle aus kontaktiert. Das ist gut. Aber die werden wir erstmal kurz deaktivieren. Genau, die wollte ich auch aktivieren. Das ist richtig. Arboretum, da müssen wir auch hin. Das machen wir noch nicht. Das wollte ich eigentlich jetzt erstmal machen. Und... Ach, auf der Brücke ist er. Okay. Daten, Notizen. Abladepunkt. Genau. Lassen Sie die Decke vor der Tür zu den Besatzungswohnkapseln herunter. Besatzungsquartiere also. Volontäre. Fähigkeitsaufzeichner. Forschung und Konstruktion, Lobby, tralala. Und hier ist nur das Simulationslabor mit unserem tollen Apartment. Stationskarte. Besatzungsquartiere, hier müssen wir eigentlich hin. Eigentlich müssen wir hier hin. Gut. Dann schauen wir mal, wie wir da jetzt am besten hinfinden. Denn es ist ja... ist zwar eine Quest, aber... Moment, vielleicht wenn ich sie aktiviere, das kann sein. Zack. Bla bla bla. Jemanden im Frachtraum weiterzugeben. Bla bla bla. Gut. Auf Karte ansehen. Ja. Aber da müssen wir eigentlich hin. Eigentlich ja. Gut, dann machen wir jetzt mal uns auf die Socken. Dahin. Richtig? Ja. Gut, ab in die Lobby.
NCN-9, Blackbox Operator. Einheiten sind mit mächtigen Militärlasern ausgestattet. Du solltest die Operator-Einheiten am besten deaktivieren, bevor sie schießen können oder in Deckung gehen. Okay, dann haben die doch nicht. Aha. Okay. Ich dachte, sie hätten jetzt auch den Cube-Strahl. Morgen, Ekel. Ja. Ich habe die Neuromod-Anfangsdaten isoliert. Ja. Die Sekundärprüfungen laufen gerade. Bitte beeilen Sie sich. Dahl ist unser Weg, um die Talos zu verlassen. Ja, ja. Ist ja nicht so, dass ich nicht noch einen Weg hätte. Wo will er denn hin? Ja, lass ihn mal schön den Rücken kraulen. Wenn wir schon dabei sind. So. Wieder ein Schmadriger weniger. Hier sind die Albtraumreste. Die Albtraumreste vor allem. Ja. So, wo können und müssen und dürfen wir denn jetzt hin? Da hinten da. Richtung Arboretum. Ja, so. Hier ist alles schon hin. Ja, ich bin nicht unbewaffnet, ne? So, Shuttle Dock, war das hier? Nee, war nicht hier. Jetzt wären wir fast noch falsch noch gelaufen. Öffnen. Lebenshaltung, Lobby, Arboretum. Wir wollen erstmal zu unserem Bruder, weil wir seinen Schlüssel noch haben möchten. Ewig fahrende Fahrstuhl. So. Und dann gleich noch ein Ladebildschirm, weil es so schön ist. Der Jägerbolzenwerfer ist eine ungewöhnliche Waffe, bla 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 bla. Genau. Mit der du Fallen aus sicherer Entfernung auslösen kannst. Warum sollte man sie auslösen, wenn man sie auch entschärfen kann? Na gut, dafür müsste man sie aber sehen. Und das tue ich meistens nicht. Ich habe auch so viel Geschmatter hier. Leute, Leute. Wo kommen die Putzfrauen? Da hinten müssen wir hin. Oder aber auch da oben. In sein Büro. Ja. Bewege mich. Ja, du kannst mir aber meine klatschen. Ihr Anzug ist etwas mitgenommen. Ich repariere das. Achso, hat bloß 100. Okay, gut, dann hättest du gar nicht klatschen müssen. Ich bin hier. Ja, ich auch. Ich auch, ich doch auch. Alex Hughes Office, hä? Ich sehe hier gar nichts, wenn so viel Krösel davor ist. Reparaturbedarf. Bitte kontaktieren Sie einen Techniker. Quatsch, du hier? Ja. Quatsch. Kannst vergessen. So. Vorsicht! So. Sehr schön, sehr schön. So, Alexius Büro.
wir da schon mal reingeguckt? Nee, haben wir noch nicht. Aber da war eh nur ein Plastikschlauch drin. Ein benutzter auch noch, nicht mal ein neuer. Was ist denn los? Ah, jetzt. Hä? Das ist ja seltsam. Sprinklersystem, bla bla bla. Militäroperator, ja. Alex, du, dahinter steht er. Okay. Nein, er ist drin. Ah. Ah ja. Er hat einen Geheimraum. Tag, Dickerchen. Ich gebe dir meinen Zündschlüssel. Aber hör mir bitte erst zu. Dann kannst du die Talos immer noch zerstören, wenn du das für richtig hältst. Ja, das halte ich für richtig. Aber das tust du nicht. Doch. Nein. Doch. Ich habe immer gedacht, dass wir nicht mit dem Feuer spielen können, ohne das Haus abzufackeln. Aber du hast mich überzeugt. Du hast mir gezeigt, dass nichts unmöglich ist. Wie hoch der Preis auch sein mag. Dieser Teil von dir ist immer noch da. Wir schreiben Geschichte morgen. Nicht diese Blutsauger im Transtar-Vorstand, nicht Mama und Papa. Du und ich. So wie geplant. Unsere Daten bestätigen deinen Verdacht. Die Koralle sendet ein Neuralsignal. Eine geheime Botschaft hinaus ins All. Ich will wissen, welche Botschaft das ist und an wen sie sich richtet. Du weißt es. Seit wir erstmals die Teil von Neuromods testeten, weißt du's. Dieser Fabrikatorplan ist für den Prototyp des Nullwellengeräts. Es fängt das Signal der Koralle ein und nutzt es, um allen Typhon-Organismen einen heftigen Schock zu verpassen. Mhm. Nimm es. Ein Verstand ohne Grenzen. Ich weiß ja nicht. Stelle den Nullwellenprototyp her. Warum nimmst du ihn nicht? Was? Morgen! Dann gib doch her! Toll! Na herrlich. Ach, na wundervoll. Alter, was hat der hier für ein Durcheinander? Es geht ja nicht gerade um Zeit, von daher ist alles gut. Oh, 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 oh. Okay. Das ist gerade eine ganze Menge zu viel. Und von jedem nur einen. Komischen Nudeln. Ja. Zitrone essen. So. Zack. So, noch irgendwas? Was ist ein cooler? Ja, ganz toll. Mit geht grüner Cold Mountain. Vielleicht kann man nicht mehr mitnehmen. Platinen aber schon. Fanspipe, Morgan U. Ah ja. Gut zu wissen. Büchlein. Im Zuge des Family-Problems, ja, auch das haben wir schon gelesen. Aber ich würde wirklich gerne noch diese Festplatte da mitnehmen. Manu. Wir gucken mal. Ah ja. Zerlegen. Jupp. Zurück. Und mitnehmen. Gucken wir nochmal. Haben wir denn eigentlich seinen Schlüssel bekommen? Das weiß ich nämlich gerade nicht. Haben wir Alex' Schlüssel schon bekommen?
Achso, wir müssen nochmal ins Inventar, weil... Alex hat mir die Pläne für einen Nullwellenprototyp gegeben, der stark genug ist, um alle Teifen an Bord der Station zu zerstören, sogar den Apex-Teifen außerhalb der Station. Das Gerät muss im Zentrum der Korelle in der Psychotronik platziert und dann von einem Terminal von der Brücke aus aktiviert werden. Hol dir den Plan für das Nullwellengerät, stell den Nullwellenprototyp her. Dann müssen wir das wohl auch tun. So, morgen, Alex ist nicht mehr da. Oh. Scan. Forschung abgeschlossen. Ein Psi-Hypo, aber gerne doch. So. Und Alex ist bewusstlos. Okay. Jawohl. Transcribe Alex U. Was ist das? Das ist schon Alex den Schlüssel. Geliebtes Familienfoto. Noch Mods und Proben. Die Stimmsicherung. Ja. Wo ist er? Da ist er jetzt. Gut, alles klar. Kleinen Moment. Die möchte ich ihm noch gerne abnehmen, zumindest die Munition. Die Waffe, ach, das ist ja unglaublich. Moment, jetzt machen wir mal den und den und den. Dafür kommt der jetzt rüber. Dann machen wir den mal zu, ab ins Inventar. Die wird zerlegt, bestätigen, zurück. Nee. Wo haben wir den ganzen Scheiß jetzt hingepackt? Ich weiß es gerade nicht. Ach hier. Zitronenschale. Zack, zack, zack. Genau, so. Gut, jetzt müssen wir aber ganz, ganz schnell. So. Verwenden. Ach ja. Obwohl das eigentlich nicht verdient hat. Danke für das, was du getan hast. Du hättest mich dem Tod überlassen können. Ja. Es ist jetzt wichtiger denn je, dass wir die Sache auf die richtige Weise beenden. Ja, auf meine Weise. Nimm das Nullwellengerät an dich. Ich gehe auf die Brücke, sobald ich wieder bei Kräften bin. Aber zieh einen Raumanzug an. Mann, Mann, Mann. Und im Wesen Helm mit. Gleich schlecht Wetter hier, Alter. Es ist unglaublich. Aber jetzt können wir eigentlich überall hin. Eigentlich ja. Wir können leider nirgends hin mit dem Shuttle. Wenn das große Teil hier um uns herum fliegt.
Und das sind die Trümmer wahrscheinlich von der Außenanlage. Oh ja. Das war ein großer, hässlicher Vogel. Gitti. Nein, fliehen ist keine Option. Jetzt schon gar nicht. Was war das jetzt? Scan abgeschlossen. Weitere Proben benötigt. Ja, ja. Moment. Moment. Warnung. Zack. Vitalwerte kritisch. Alter, Alter. Das ist ätzend. Manu. Einfach mich hier so an die Wand dran schmieren, ey. Sowas. Gas geben. Ja, Technik-Operator, toll. Okay, gut. Gut, jetzt müssen wir erstmal V37 erledigen. Abgeschlossen. Weitere Proben benötigt. Operator nähert sich. Forschung abgeschlossen. Gut. Dann holen wir hier mal relativ schnell mal weg. Runter zur Brücke. Alter. Alter. Ist ja immer noch alles schwerelos. Huiuiui. Gut, jetzt wollen wir kurz mal die Ziele mal checken. Alter, wie viel Schrott haben wir denn dabei? Okay, die Udon-Nudeln. Ja, die fräsen wir mal kurz. Zitronentörtchen. Auch die. Das kann man nicht essen. Das will ich nicht essen. Was haben wir hier? 5-mal Sunburst Bananenpudding. Sonnengetrocknete Tomaten. Aber die bringen 0,02 ab. Wohl, ob das was bringt, ich weiß ja nicht. Spiralité Cookies. Die essen wir. Na gut, eigentlich reicht das ja. Eigentlich reicht das schon. Das reicht eigentlich. So, Ziele. Ziele. Ein Verstand ohne Grenzen. Stelle Nullwellenprototyp her. Untergang benutzt die Selbstzerstörungskonsolen. Ja. Das müssen wir allerdings auch dann noch machen. Eieieiei. V37. Genau. 010 655 37. 010 655 37. Jawohl. Warte, bis da dich vom Shuttle aus kontaktiert. Das hat er immer noch nicht getan. Und wir gehen ja jetzt zur Brücke. Von daher ist es auch super. Ich hoffe, da ist etwas mehr Schwerkraft. Bestätigen. D
Die Tentakel des Apex-Typhon sind hochgradig tödlich. Sie zersetzen und naja, der Rechner ist halt zu schnell. Morgan. Ja. Sie haben Alex Appel vorausgeahnt. Ja. Ihre Verbindung. Ihre Geschichte. Ja. Sie haben mich darauf programmiert, ihn Punkt für Punkt zu widerlegen. Ja. Aber wir können das überspringen. Ein Typhon von der Größe eines Wolkenkratzers verspeist gerade die Talos 1. Mhm. Daher hat Alex Unrecht. Zerstören Sie die Station, wie geplant. Dann wird das Monster ebenfalls vernichtet. Die Station zerstören? Aber haben Sie nicht zugehört? Die Nullwelle. Alex hat recht, das könnte funktionieren. Und unsere Erkenntnisse bewahren. Wir müssen es versuchen. Igwe, sehen Sie sich den Alien außerhalb der Station an. Natürlich ist das ein Risiko, aber der Generator funktioniert. Dies alles zu zerstören, eine Spezies zu ermorden und die Forschung verloren. January hat recht, Morgan. Diese Dinger dürfen nicht zurück zur Erde, wenn auch nur eines davon es schafft. Morgan, die Station zu zerstören sollte unsere letzte Option sein, nicht die erste. Ja, aber sie wird eine definitive Option werden. Morgan, Igwe? Gibt's Neues von unserem Patienten? Commander Dahl ist auf dem Weg der Besserung. Und wir sind unterwegs zum Shuttle-Dock. Ich habe ihm gesagt, dass die Station in Gefahr ist und... Gut. Morgen treffen wir uns am Shuttle-Dock. Gut. Struktur-Update entdeckt. Vielen Dank. Bitteschön. Oh, hallo. Tja. Ich komme. Wenn man sie sieht, wenn sie sich verwandeln, dann hat man Glück. Spencer Ogden. Oha. Ich bin hier. Ja, kleb mir mal eine. Ihre Anzugsintegrität wurde beschädigt. Ja, ja. Sie mich das deswegen sollst du mir eine kleben. Fertig. Dankeschön. So, wie viel haben wir hier? Ah ja. Tja. So, wer bist du? Oma Bolivar. Galvanic Phantom, ja, das ist nicht so. Das haben wir schon gelesen. Ja, das haben wir schon gelesen. Pling, plong und keine Durchsage? Logen zu melden haben. Ah, ja. Die Projekte an Bord mögen spannend sein, aber selbst der brillanteste Kopf braucht einmal Ruhe. Naja. Was der Typhon wohl gerade vorhatte, ich weiß es nicht. Perry Fulbright, der ist vollbreit, der Perry. So, wen haben wir hier liegen? Sky Braxton, die liegt ja sehr lassiv, die holen wir da mal runter. Operator nähert sich. So, nach dem Wettlauf ins All, bla bla bla, das ist alles nicht so wirklich interessant. Das kennen wir außerdem auch schon. Ja, jetzt wollen wir hier mal kurz rinnen. Ah ja, Claire Shepper und da sind wir wieder. Reaktorkonsole? Hä? Aber er sollte doch eigentlich auf der Brücke sein. Ach so, wahrscheinlich unten. Ja, wahrscheinlich da unten. Ja. Fluchtkapseln. Ach. Da hat er wohl noch nichts davon gehört, dass die alle defekt sind. Naja. Thank you.
Tja, Will. Okay. Legen wir den Konflikt auf der Erde bei. An der frischen Luft, ne? Mit Würmern unter den Füßen. Okay, was wir mit dem hier anstellen, das erfahrt ihr in der nächsten Folge Prey. Vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank fürs Dabeisein. Kommen Sie mit. Ein Sitz ist noch frei. Nein, nicht nur einer. Bis zur nächsten Folge Prey. Tschüss.